herzlich willkommen zu euren Liebesreadings für die erste Novemberhälfte. Ich habe bei meinen Neumond-Readings so ein kleines Intro gedreht und habe gemerkt, dass es mir viel leichter fällt, wenn ich alle Informationen einfach schon mal in so ein kleines Video vorab reinpacke, damit ich einfach bei euren Readings anfangen kann, loszulabern. Bitte denkt dran, es sind allgemeine Botschaften. Wend das auf deine Situation an, wie das für dich passt. Es kann auch sein, dass ich die Rollen genau andersrum habe. Also, dass ich quasi für dein Gegenüber lege, dass es zwar auf deine Situation passt, aber du die Rollen tauschen musst. Wie gesagt, spür da ganz in dich hinein. Vertraue auf dein Bauchgefühl, dass jede Botschaft, die sich für dich anfühlt, als wäre sie für dich, auch für dich ist. Und alles, wo du dir Gedanken drüber machst, wie könnte ich das jetzt auf meine Situation anwenden oder so, das ist wahrscheinlich nicht für dich gedacht, diese Botschaft. So viel dazu. Ich mache euch in die Infobox auf jeden Fall den Zeitpunkt, wann ihr dieses Intro überspringen könnt, für den Fall, dass ihr mehrere Videos guckt oder es einfach euch nicht interessiert, was so allgemein zu sagen gibt. Und dann fange ich jetzt einfach mal an. Und zwar, der Tod steht für den Skorpion und wir haben wirklich eine mächtige Skorpion-Energie am Himmel. Die Sonne ist am 23.10. in den Skorpion gewandert, der Neumond war am 28.10. im Skorpion und am 31.10. wird der Merkur rückläufig, auch im Zeichen des Skorpions. Der Skorpion steht für das Stirb- und Werde-Prinzip. Das geht darum, dass man etwas endgültig abschließt in seinem Leben. Es geht darum, dass es Gefühle, Menschen, Themen, Situationen gibt, die nun wirklich hinter einem gelassen werden möchten. Und der Skorpion bringt immer die Schattenthemen hoch. Das heißt, es ist wahrscheinlich nicht so bequem, was diese Skorpion-Energie dir nochmal aufzeigen möchte. Es zwickt wahrscheinlich ein bisschen oder es ist herausfordernd. Mit dem Gehängten verbinde ich den rückläufigen Merkur. Rückläufiger Merkur steht im Allgemeinen so ein bisschen für: Pass auf, was du unterschreibst. Die Bahn könnte zu spät kommen. Du könntest aus Versehen eine E-Mail falsch verschicken. Ich sage jetzt mal so Flüchtigkeitsfehler. Für mich ist der Gehängte auch immer ein Zustand, der dich dazu aufruft, im Hier und Jetzt zu sein. Der dich dazu aufruft, ich sage jetzt mal regungslos zu stehen, aber mit wachen Augen, mit einem wachen Geist, dir anzuschauen, was um dich herum passiert. Und mit diesen beiden Karten in Verbindung ist die Gesamtenergie, die ich wahrnehme für dich oder für uns alle, dass ein Thema nochmal hochkommen könnte, das jetzt angeschaut werden möchte, dass du dir anschauen sollst, was bringt der Skorpion hoch? Was löst er in mir aus? Was sagt das über mich aus? Welche Ängste, welche Zweifel, welche Schattenthemen? Was fühlt sich für mich ungemütlich an? Und dir wirklich genau anschaust, was dir das über dich selbst aussagen soll. Was du hinter dir lassen sollst. Das ist die Energie, die ich für die nächsten 2-3 Wochen wahrnehme. Und ich möchte dann gleich in euren persönlichen Readings gucken, was das für euer Sternzeichen im Speziellen in Bezug auf die Liebe bedeutet. Noch ganz kurz was in eigener Sache. Ich bin wirklich so, so, so froh. Ihr macht mich so happy über die ganze Rückmeldung, über den ganzen Support, den ich von euch bekomme. Ich bin happy. Ich kann das nicht anders sagen. Ja, ich hätte das alles niemals für möglich gehalten. Ich hätte niemals gedacht, dass das alles sich so entwickelt und fühlt sich gut an. Und jetzt schon mal ein riesen Dankeschön an alles, was ihr mir entgegenbringt. Okay, jetzt geht's aber los mit euren Liebesreadings und dann bis gleich. Hallo meine lieben Krebse und herzlich willkommen zu eurem Liebesreading für die ersten 2 Novemberwochen. Ich fange jetzt einfach an zu reden, denn es ist gerade so viel Energie hier in meinem Raum. Deswegen, als ich gerade für dich die Karten gemischt habe, habe ich auf die Musik gehört, die in meinem Hintergrund läuft. Und da geht es
da in dem ersten Lied ging es um Zögern. Und also ich nehme bei in deinem Liebesleben so ein bisschen Warteposition wahr. Und jetzt komme ich gleich zu den drei Orakelkarten, die gefallen sind. Denn normalerweise habe ich mir vorgenommen, immer schon eine Reihe Tarotkarten zu legen, damit ich besser in deine Energie reinfinde. Aber hier ist es so viel durch meinen Kopf geschossen, deswegen würde ich das jetzt einfach gern schon mal aussprechen. Hier oben, genau, das wollte ich noch sagen, mit den drei Orakelkarten lege ich immer so eine Timeline. Gegenwart, oh Gott, was rede ich? Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. So, ganz ruhig. Ich merke, es ist viel, viel Energie hier. Also, ich verhaspel mich, ich vertue mich so ein bisschen. Vielleicht ist das deine Energie, lieber Krebs. Vielleicht bist du so ein bisschen aufgeregt oder... Ich weiß es auch nicht. So. Durchatmen. Erste Karte, die gefallen ist für dich, ist die Schlummerstunde. Diese Karte nehme ich als deine vergangene Energie wahr, und zwar, dass du dir Zeit genommen hast für dich. Ich habe das Gefühl, du hast dich vom Liebesleben vielleicht ein bisschen zurückgezogen. Vielleicht ist irgendetwas in deinem Liebesleben passiert, bei dem du gedacht hast, so, nee, ich will jetzt erstmal alleine sein, ich will jetzt erstmal meine Ruhe haben. Ich will mir jetzt erstmal über ein paar Dinge klar werden. Das nehme ich als deine vergangene Energie wahr. Hier in deiner gegenwärtigen Energie liegt die Karte nicht für dich. Auf dieser Karte ist ein Schachbrett abgebildet. In der Mitte dieses Schachbretts liegt ein Glückskeks. Da kommt ein Zettel raus, da steht Nope drauf. Und hier oben ist so ein Fenster oder so eine Art Kanzel oder Kuppel mit einem Gesicht in der Mitte. Ich nehme, was ich hier wahrnehme, ist, deine innere Stimme möchte dir sagen, du befindest dich auf einem Schlachtfeld, auf dem du dich nicht befinden solltest. Eine Liebesbeziehung, eine Liebesgeschichte, die nicht für dich bestimmt ist. Und dass deine innere Stimme dir vielleicht auch schon sagt, hier bist du nicht richtig. Und wenn ich das hier jetzt zusammenhang mit dieser Schlummerstunde deute, glaube ich, dass dir das bewusst geworden ist, in der Zeit, in der du dich zurückgezogen hast, in der Zeit, in der du einfach zur Ruhe gekommen bist, hast du vielleicht verstanden, dass es jemanden in deinem Leben gibt oder dass es eine Situation in deinem Leben gibt, aus der du raus musst, ganz einfach. Und wenn ich jetzt hier als die dritte Karte, die da gefallen ist, als Zukunftskarte, da fällt die Karte Fatum. Das heißt so ein bisschen wie Karma oder Schicksal. Das heißt, was auch immer du jetzt hier gerade feststellst oder feststellen wirst, das nicht für dich bestimmt ist, war richtig so. Es ist nicht für dich bestimmt, denn dein Schicksal führt dich woanders hin. Es ist vielleicht, ich nehme das tatsächlich gerade so ein bisschen als schwere Energie war, wobei diese drei Karten nicht schwer sind. Ich habe einfach das Gefühl, du bist vielleicht gerade so ein bisschen traurig, dass sich irgendwas für dich nicht so erfüllt hat, wie du es dir vorgestellt hast, oder dass du erkannt hast, dass du hier nicht das kriegst, was du dir wünschst. Aber das war wichtig für dich. Diese Erkenntnis zu gelangen, das war wichtig für dich. Hier ist die Rede vom Schicksal, und ich möchte noch mal ganz kurz in dieses kleine Büchlein gucken zu dieser Fatum-Karte, denn da habe ich gerade was sehr Schönes gelesen. In den Worten des Gelassenheitsgebets ist die Bedeutung dieser Karte zusammengefasst. Gott gibt mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, und den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann, und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Also ich glaube, du hast hier erkannt, dass irgendwas nicht in dein Leben gehört. Irgendeine Person, irgendeine Situation. Und dass du es in der Hand hast. Dass du dich dafür entscheiden musst, eine Situation zu verlassen, die nicht gut für dich ist.
Ja, nee, ich Entschuldigung, ich möchte jetzt hier ein paar Tarotkarten legen, einfach damit ich besser weiß, um was es bei dir genau geht. Was ich auf jeden Fall wahrnehme, und das passt ja zu der Zeit, in der wir uns gerade befinden. Es ist so ein bisschen heraus, hier geht es ums Loslassen, nicht für dich. Auch wenn es sich vielleicht nicht nach Schicksal anfühlt. Bist du hier aufgerufen, eine Situation zu verlassen, die nicht für dich ist oder nicht gut für dich ist, eine Person hinter dir zu lassen, die nicht für dich ist. Und hier fällt der Page der Stäbe. Ich möchte kurz weiterfragen, damit ich weiß, ob es deine Energie ist. Page der Stäbe fällt, 4 Münzen, König der Schwerter. Ass der Schwerter. Ui, und der Magier, okay. Also ich nehme den Parschen der Stäbe, nehme ich als deine Energie wahr, lieber Krebs. Ich habe das Gefühl, du bist dir vielleicht noch, du weißt, wo du hin möchtest, aber du bist dir noch so ein bisschen unsicher, du bist noch nicht losgelaufen. Also du weißt eigentlich, ich glaube, ich habe das Gefühl, diese zwei Orakelkarten, diese Energie aus diesen Karten, hat dich jetzt gerade in einen Zustand gebracht, in dem du schon sagst, okay, ich mache mich auf in ein neues Leben, ich mache mich auf den Weg, ich weiß, wo ich hin will. Aber du musst dich erst davon lösen. Du musst dich von diesem, an was auch immer du dich festgehalten hast. Du hast dich an etwas festgehalten, was nicht für dich war. Vielleicht an einer anderen Person. Na, da möchte ich kurz erst fragen, bevor ich die restlichen Karten. Wer ist der König der Schwerter? Der Ritter der Kelche. Okay, der Ritter der Kelche und die 7 Stäbe. Mhm. Okay, ich nehme den König der Schwerter als eine andere Person wahr. Ich glaube, du hast dich so ein bisschen an jemandem festgehalten. Hast vielleicht auch ein bisschen Hoffnung reingesteckt. Und bist auf ihn zugekommen. Der Ritter der Kelche ist deine Energie, lieber Krebs. Doch dieser König, der hat dich nicht so rangelassen, wie du, oder der hat dich auf jeden Fall so ein bisschen auf Abstand gehalten. Und ich glaube, es geht jetzt für dich darum, mit dem Ass der Schwerter und dem Magier zu erkennen, dass du niemandem dein Kelch bringen musst, dass dieser König der Schwerter einfach nicht für dich ist. Es gab irgendeinen Grund, warum dieser König der Schwerter abweisend zu dir war oder sich einfach nicht auf dich einlassen konnte. Obwohl du in deiner liebenswerten Art, wie ihr seid, ihr Krebse, auf ihn zugekommen bist. Und aus der Ruhezeit, die du dir genommen hast, hast du erkannt, dass du hier weg willst, dass du hier einen Cut machen willst. Dir ist klar geworden, dass das hier nicht für dich ist. Und dass du woanders hin willst, dass du losziehen willst. Der steht in den Startlöchern, der Page der Stäbe. Der will los. Und du hast alles zur Verfügung. Der Magier spricht von einem Neuanfang. Also beide Karten hier sprechen von einem Neuanfang, von einem neuen Zyklus. Das mit dem Ass der Schwerter musst du einen Cut machen zu diesem König der Schwerter. Du musst dieses Band durchschneiden und loslaufen in dein neues Leben.
Hier, der Page der Stäbe, der steht noch. Und die zwei Karten hier, die wollen dir sagen, lauf los. Trau dich, lauf los. Lass den König der Schwerter hinter dir. Aus welchem Grund auch immer wollte er dich nicht. Er wollte dich nicht. Also warum hältst du fest? Warum hält man generell an jemandem fest, der einen nicht will? Warum glaubt man nicht daran, dass man gut genug ist und dass man alles hat, was man braucht, um eine erfüllte Liebesbeziehung zu führen? Man macht es. Ich habe das Gefühl, du hast es an dieser Person festgemacht. Ich habe das Gefühl, du hast an dieser Person so festgehalten, weil du nicht geglaubt hast, dass vielleicht jemand anders, dass es jemand anders geben könnte. Aber hier, du hast erkannt, dass das nicht deine Person ist. Und dass hier einfach was durchgeschnitten werden muss. Mit dem Ast der Stäbe nehme ich hier tatsächlich einfach nur diesen klaren Cut. Du hast für dich entschieden, ich will hier weg. Ich will hier weg, weil ich bin gut genug, wie ich bin. Und ich habe alles. Ich habe alles. Ich bin gut so, wie ich bin. Ich muss auf niemanden warten, der sich nicht für mich entscheiden kann. Sag mir ein bisschen was zum Neuanfang für die Krebse. Liebes Universum. Entschuldigung. Okay, der Teufel. Okay. Und die Mäßigkeit. Okay. Du musst raus aus dem Gefühl, abhängig zu sein von anderen Personen, von diesem Schwertkönig. Du musst einen Ausgleich da schaffen. Hier fallen viele, viele mächtige Karten. Also, und das, was ich auch wahrnehme, es ist nicht die einfachste Energie, lieber Krebs, aber diese Person hat dir nicht gut getan. Dieser Schwertkönig, es könnte ein Luftzeichen sein, muss es aber nicht. Es ist auf jeden Fall jemand, naja, ich sage jetzt mal, der nicht mit Herzenswärme glänzt. Und der definitiv abwehrend zu dir war, der kein Interesse hatte, der dir nicht das entgegengebracht hat, das du verdienst. Guck mal, du reitest hier mit deinem Kelch auf ihn zu und er sagt, nö. Diese Person hat dir nicht gut getan. Diese Person hat dich in Selbstzweifel gebracht, in Gefühle, die dir nicht gut tun. Diese Person hat dich angetriggert. Und es geht darum, jetzt einen Ausgleich zu schaffen. Die Mäßigkeit spricht von einem Ausgleich. Du musst dieses Band durchtrennen. Du musst da weg. Und das ist das, was du erkannt hast. Das hier ist nicht für dich. Und alles, was auf dich wartet, hat das Schicksal so für dich vorgesehen. Es möchte, dass du dich nicht mehr so fühlst. Als wärst du gefangen. Als würdest du immer an die gleichen Menschen geraten, nehme ich gerade so wahr. Das ist nicht so. Gib mir noch eine Abschlussbotschaft für die Krebse. Ja, und hier fällt die Kraft. Schön. Schön. Es bringt dich in deine Kraft, dich für dich zu entscheiden. Und nicht immer zu denken, oh Gott, nee, das will ich jetzt gar nicht so sagen, aber dich für dich zu entscheiden, bringt dich in deine Kraft. Und ich glaube, das Schicksal wollte das hier alles für dich. Die wollte, dass du eine Entscheidung triffst für dich, dass du diese Entscheidung triffst, dass du erkennst, nein, hier bin ich nicht glücklich. Und ich löse mich jetzt aus dieser Situation, entscheide mich für mich, schaffe diesen Ausgleich und komm in meine Kraft. Die Kraft spricht. Oder auf der Kraftkarte ist eine Frau zu sehen, die einen Löwen bändigt. Und wenn ich das jetzt so wahrnehme, mit du bist die Frau und der Löwe ist hier der Teufel, dann besiegst du deine eigenen Dämonen, indem du
dich einfach von all dem entfernst, was nicht für dich gedacht ist. So. Sag mir noch was zu der Kraft, lieber. Liebes Universum. Für die Krebse, für den November. Okay. Okay, 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 okay. Hier fallen die Sexkelche. Der Gehängte. Und der König der Münzen. Mein lieber Krebs, was ich hier wahrnehme, ist, das ist definitiv so, wie ich das jetzt hier fühle, ist das deine Zukunft. Du musst dich für dich entscheiden. Du musst hinter dir lassen, was nicht gut für dich ist. Und wenn du in deine Kraft gefunden hast, dann wird es Menschen auf dich, wird es Menschen geben, die auf dich zukommen oder auf die du zugehen kannst, die dir was Besonderes reichen, die dir einen Kelch mit Blumen reichen. Das ist meine Lieblingskarte. Ich liebe die sechs Kelche. Das ist in keiner anderen Tarotkarte sind Blumen in den Kelchen. Das heißt, sobald du bei dir bist und deine Dämonen bezwungen hast, hast du die Chance, die Möglichkeit, das Schicksal auf einen Mensch zu treffen, der dir geben kann, was du zu geben hast, der dir geben kann, was du dir wünschst, dem du was geben kannst. Und das hier nehme ich jetzt als diesen anderen Menschen wahr. Vielleicht ein Erdzeichen mit dem König der Münzen, muss aber nicht sein. Es kann einfach jemand sein, der sehr viel in seinem Leben schon gelernt hat, der geerdet ist, jemand mit einer ganz ruhigen Energie, jemand, der stabil ist, der sich einfach nicht so viel aus dem Konzept bringen lässt und jemand, der das Ganze auch nicht überstürzt mit dir angeht. So nehme ich das hier wahr. Jemand, der sich anguckt, wer du bist, was in diesen Kelchen ist, der sich Zeit für dich nimmt. So nehme ich das wahr. Jemand, der sich Zeit für dich nimmt. Aber dafür musst du in diese Kraft finden. Und mit dem Magier nehme ich hier wahr, dass du das kannst. Du kannst das, lieber Krebs. Du kannst deine Dämonen bezwingen. Triff diese Entscheidung für dich. Und schneid ab, sortier aus, was nicht für dich ist. Alles, was dir in deinem Leben passiert, das muss jetzt nicht eine Liebesbeziehung sein. Der Schwertkönig, das kann ein Chef sein, der dir so arg in dein Leben, sag ich jetzt mal, reinfuscht, dass du den ganzen Tag nur noch an die Arbeit nachdenkst. Es gibt irgendetwas, was nicht gut für dich ist. Und das musst du gehen lassen. Du musst dich dafür entscheiden, das zu verlassen. Ja. Denn das, was am Ende hier wartet, ist super. Super, wirklich. Das ist eine schöne Energie. Das ist eine ganz ruhige Energie. Und das, was ich am Anfang für dich wahrgenommen habe, nämlich so, oh Gott, es ist so viel los und was soll ich denken und überhaupt und ne, dieses ganze Verhaspeln, das ich jetzt in deinem hatte, jetzt zum Schluss nehme ich was ganz anderes wahr. Jetzt nehme ich wahr, das ist so, es ist Ruhe. Ruhe nehme ich wahr. Du musst eine Entscheidung treffen, die dich in deine Ruhe bringt, die dir Menschen ins Leben bringt, die auf gleicher Wellen, die auch ruhig sind, die sind auf gleicher Wellenlänge wie du. Ja, ich glaube, mehr habe ich dazu gar nicht zu sagen, mein lieber Krebs. Ich hoffe, du konntest mit der Botschaft was anfangen. Ich möchte dir Mut machen, dich am Ende des Tages immer für dich zu entscheiden. Wer auch immer der König der Schwerter hier für dich ist oder wer auch immer, welche Situation es hier gab, in der du dich abgelehnt gefühlt hast, in der deine Dämonen laut wurden, schneid die ab, lass das hinter dir, du kannst das.
Du stehst in den Startlöchern. Du weißt, dass du das kannst. Lauf los. Lauf los und bezwinge den Löwen. Möchte ich so sagen. Ja, gut, das war's. Ich hoffe, ihr konntet mit den Botschaften was anfangen. Dürft mir natürlich gerne Feedback dalassen. Und dann freue ich mich, wenn wir uns vielleicht bald wieder hören. Bis bald, eure Kathi. Tschüss.